Hallo und herzlich willkommen zur 83. Folge hier aus Stappenbach. Ja, wir sind mal wieder da und wir stehen mal nicht am Hof und so, naja. Wir haben es mittlerweile jetzt schon auf Nacht. Ich bin jetzt gerade bei einem Händlerrenten, der hat eine kleine Ausstellung. Heute Nachmittag erst aufgemacht. Heute bin ich gleich noch um, heute habe ich gerade Zeit. Und zwar haben wir da eine kleine Krone-Ausstellung zum Thema Strohbergung. Und ein paar passende Gaben auch dazu für die Lada. Ja, und ich würde sagen, da schauen wir jetzt gleich durch. Und morgen Nachmittag gibt es auch noch einen Feldeinsatz dafür. Und den schauen wir uns dann auch noch an. Ja, und zwar geht es da los mit einer Krone Comprima V180 XC. Ja. Ganz schöne Presse. Echt. Kann ich die auch mal kämen in Stroh pressen. Mit der geht es vielleicht ein bisschen besser. Die sich eher mehr auf Straße klickt. Ja, dazu haben sie. Ja, da haben sie nebenbei den Rezerin auch hergestellt. Ja, da hinten haben wir gleich ein Riesen-Highlight. Und zwar die Bremos. Krone Bremos 5000. Müssen wir mal auf die Seiten gehen. Ja, genau, Krone Bremos 5000. Ja, das ist natürlich auch ein gescheites Highlight, die Pelle Press. Ja, die Dörfer da, wo ich es hergekriegt haben, der Händler. Da haben wir auch noch einen Ballenschredder drauf, also das Ballenschredder-Bundle zum Ballenschreddern. Ja. Das ist schon gescheit brutal. Gigantisches Teil des Bremers. Da freue ich mich morgen schon auf den Einsatz am Feld. Ja, da hinten haben wir noch Krone Big Bag 1290. Ja, auch gescheit drum. Und auch mit einer kleinen Besonderheit. Diese Technik da, dass man ein Ballen rausgeht, dann wieder da rumgeschoben, ein Ballen rausgeht, da wieder rumgeschoben und dann der dritte und dann werden sie in die Dreier-Dinger runtergelassen und können dann mit der Gabe da vom ICBL oder genommen werden. Die Dreier und schön verlohnt werden. Und da haben wir eine normale Gabe um und sechs Spieße eingeklappt. Ja. Die zwei haben von Breslau und Lade. Ja, schönes Teil oder schöne Maschinen. Ich würde sagen, genaueres oder mehr dazu sehen wir dann morgen im Feldeinsatz. Genau, da darf ich sagen, denken wir mir uns morgen wieder beim Feldeinsatz, dann nehme ich dann auch wieder mit. Freue mich schon drauf und ja, dann darf ich sagen, bis später. So, jetzt sind wir wieder da. Ja. Jetzt nochmal ein richtiges Hallo für die Folge. Das war gestern auf der Nacht alles ein wenig stressig. Ich wollte euch nicht das am Händler auch noch sagen, wie da alles ausgestellt war. Ja, das war gestern ab Nachmittag, also ab Mittag ausgestellt. Ich hatte es aber erst relativ spät mitgekriegt und dann bin ich noch schnell hin. War schon nichts mehr los gestern auf der Nacht dann. Und ich hab einfach, bevor es dann ganz zu finster wird, euch auch das noch gleich gezeigt. Und ja, war ein wenig stressig alles. Jetzt haben wir es den nächsten Tag, Nachmittag. Jetzt haben wir raus am Vödel. Die haben heute alles rausgeführt da. Hab eh vorbeifahren gesehen bei meinem Hof die ganze Zeit. Ja, es ist allerdings schon ein bisschen vor 3 losgegangen. Ich war aber ziemlich pünktlich um 3 da, bis es geheißen hat, dass es um 3 losgeht. Allerdings waren die Quaderballen und die Rundballen schon presst. War nicht irgendwo mal liegt der zweite Rundballen auch noch. Oder auch nicht. Naja, auf jeden Fall war das schon alles presst und aber ich bin zum Glück noch re wenigstens rechtzeitig gekommen für die Bällepresse. Oder war ich nicht. Rechtzeitig gekommen ist relativ, weil die haben eigentlich, glaube ich, früher angefangen, da weiß ich ja gar nicht. Wenigstens für die Bällepresse bin ich noch re rechtzeitig gekommen. Damit haben sie auch noch ein bisschen unter der Fahrt gearbeitet, das habe ich aufgenommen. Und jetzt haben sie es wieder umgebaut aufs Förderbundle für den Ballenschredder. Weil es dann nachher die Ballen da dann nur schreddern wollen. So Richtung Viere. Und ja, die zwei werden nicht mehr viel passieren, die stehen halt nicht nur da, dass da stehen. Okay, man sieht die schöne Presse. Gerade der Trump im Perez, die gefällt mir erst recht. Ich hätte die Hoffnung, dass sie die da war eine Hof unten gekauft, wo wir über die Presse und den Wickler auslöchern. Das war ja was.
gerade für Stroh. Hätte schon was. Ja, dann da noch eine Krone, Big Bag, haben wir es eh ja gestern auf die Nacht auch schon angeschaut. Die große Quader beim Press, wundert mich, dass der an den 724er hängt, dass der die zirkt. Aber muss ja schon Bus gehen. Ja, gut, das war einmal spannend zum Sehen gewesen. Ich meine, man weiß so, wie es funktioniert, aber es war trotzdem immer schön zum Sehen gewesen, wie der das abblickt und wie das geht und dann vorne, weil es sind ja durch 6 Ballen her waren, das heißt 2 Mal oder so geklickt. Aber ja, hilft nicht. Vielleicht kriege ich nur von irgendwelchen anderen Aufnahmen. Oh Gott, ich kenne jetzt auch nicht. Wirklich viele Leute, die was da gewesen sind. Oder beziehungsweise sind nicht recht viele Leute da gewesen von denen, die was ich kenne. Weiß nicht, ob da irgendwie. Mal, mal schauen. Aber ja. Vielleicht gibt es ja mal eine andere Möglichkeit zum Anschauen. Aber ja. Ich würde sagen. Ich warte jetzt, bis das dann nachher losgeht. Und ja, dann sehen wir uns nachher wieder. Ja, wie gesagt, stand jetzt wirklich ganz schön. Der Roman da, da habe ich mich zuerst gerade gefragt, für was das Teil der Roman ist. Bin mir drauf gekommen, für was das ist. Eigentlich auch logisch. Durch die Kamera da nochmal auf. Da rennt das Messer drüber. Oder wo ist jetzt das Messer? Ist das schon drüber gerannt da? Auf jeden Fall rennt das Messer um bei den Raketen. Und dann verschneidet es die Schnur durch und die fällt dann durch Renten auf. Ja, zuerst haben wir noch gefragt, für was das ist, jetzt ist eigentlich ganz logisch. War ja, ganz spannend. Geht euch vor, aber brauchst nicht dort Ballen auffahren. Ist eigentlich auch, soll sich ja meine schon fast mehr aus, die Ballen zuerst pressen. Ich meine, natürlich so für uns jetzt irgendwie nicht, aber so jetzt im Gesamten. Aber jetzt hätte ich sie ja sogar schon fast mehr aus, die Ballen pressen und dann ist zu Pellets verwerten lassen. Und dann hat man einmal die Ballen, kann die einmal lagern und so und dann kann man irgendwann später die Pellets machen. Und vor allem schneller geht das diesmal ja, weil Quaderballen kannst du den schönsten dahin pressen, selbst wenn du die Dreier-Ding da hinten nicht hast. Kannst du den schönsten dahin fahren. Ist dann also Gobi hast, kannst du das schön verrahmen. Kannst das irgendwann einmal zu Pellets verarbeiten und da bist du auf keine Geschwindigkeit nicht gebunden. Naja, das ist auch gut voll die Bremos. Kann man nicht gescheit auf wieder. So erumend. Aber ja. Ich würde sagen, glaub, dass sich da erledigt ist da rund. War mehr Teil da. Also mehrere werden erledigt sein, weil wir werden nicht mehr gehen, vielleicht lassen sie nachher nochmal die anderen Ballen durch oder so, war ich nicht, aber ja, ich werde da wieder heimgehen. Mein Kick ist halt hoffentlich nicht weit weg. Ja, außer es gab noch irgendwas Spannendes, frage ich nochmal gleich nach, aber ich glaube nicht, weil die paar Maschinen, es war mal ganz spannend gewesen, aber mit den paar Maschinen glaube ich kann es immer recht vergeben da. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nachher wieder, wenn es was zum Tragen gibt.
So, jetzt sind wir wieder da. Ja, jetzt habt ihr die Miss, oder ja, Miss nicht. Die kleine Ausstellung halt vom Händler, wo wir jetzt da sind ja irgendwie was gesehen davon. Irgendwie was habe ich gefilmt und jetzt sind wir wieder am Hof daheim. Ja. Wir haben jetzt letztes also Miss geschaut gehabt und ja, dann auch eingeruppert natürlich. Misthaufen ist wieder ganz gut la. Schaut wieder ganz gut aus. Ja, beim Forz brauchen wir dann auch noch was, und dann auskennen wir dann mal fix, weil auf der Wiesn liegt auch noch was, aber der am Hof, der wird auch wieder weggekommen dann komplett. Jo. Wir haben ja den Tag schon Silo aufgemacht. Ich hatte doch zuerst Silo bald noch verfordert. Aber wir werden dann gleich einen Fendt-Jäger stellen und werden es vorher dann anfangen mit dem Silo, weil Silo bald haben nicht gar schneiden kann mehr. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich dann auch unsere Bäume nochmal heimführen, sobald wir wieder gemacht haben. Nächsten Monat, dann nochmal im Juli, werden wir wieder machen. Anfang Mitte Juli. Da werden wir dann unsere Bäume auch heimholen von, also dem Zillerbäume. Werden wir dann da und da, je nachdem wie es passt, wieder her da. Sonst zur Not auch da hinten auf der Wiesn, aber das sollte daheim haben. Genau, ja, und ich würde sagen, wir hängen wir dann den Silberschneider dran. War ja noch gar nicht wahrscheinlich mich jetzt eh, ist das gescheiter. Und dann da ich sagen, ja. Seht ihr davon nochmal gleich die Timelapse. Und dann sehen wir uns nachher wieder. So, jetzt sind wir schon wieder da. Ja, wir haben jetzt nicht einmal einen Zellblock gehen da. Wir brauchen heute nicht mehr auf die Nacht. Ja. War ja ganz gut hingehört. Wenigstens funktioniert der noch, sonst hätten wir das Problem gehabt, sonst hätten wir alles mit der Hand machen müssen. Ja, den gabbert dann aufeinander. Und es fuhr dann noch ein Gezube. Dann ist streng gefeiert auf die Nacht auch schon wieder erledigt. Auf die Nacht geht es aber recht schnell. Und ja. So, geht Zillow auch schon langsam weg dann. Ja, ich sag, ich glaube schon, dass wir das bis zum Maislager kriegen. Brauchen ja nicht da ins zweite, kann ich nur voll sein. Oder angefangen erst sein, weil. Ja, weil ja, ein Viertel ungefähr ein Zillow da und eins Maisbein machen. Oder wenn Zillow gleich schneller voll ist, dann das andere Maisbein. Auf jeden Fall werden wir definitiv Maisbein auch machen. Selbst wenn beide Zillow auch warten, möchte ich einfach Maisbein auch machen. Einfach fürs Logern. Dass Silo dann im Frühjahr gleich wieder beide la sind für ein Ding für einen ersten Schnitt. Genau. Wieder sagen. Sehen wir uns dann morgen wieder. Ich hab morgen einen Banktermin. Eben wie ich schon gesagt habe, wegen einem Umschulden, weil wir irgendwie schauen müssen, ob wir die Kredite umkriegen. Ja, jeden Morgen am Banktermin Nummer 3. Müssen wir mal schauen, was wir da hinkriegen. Ja, das werde ich dann auch berichten. Und ansonsten sehen wir uns wieder, wann es was zu neu gibt. So, jetzt sind wir wieder da. Ja, ich habe jetzt gerade schon gefordert. Ja, und ich werde euch einmal gleich was erzählen. Zwar, ich meine, am Banktermin Nummer heute am Nachmittag ist. Allerdings bin ich zuversichtlich, dass das klappt.
Kopfmalz. Auf jeden Fall, was ich euch eigentlich erzählen wollte, ich meine, der Eicher da, es ist ein super schöner Traktor, im Wagner extrem. Und ich meine, es ist halt einfach Eiche, wenn man sowas hat, ja, hat man es halt einfach. Also, und auch noch in so einem brutalen guten Zustand. Aber gerade dort, wo man einen Sattelblockschneider wieder braucht, ja, ist halt schon einmal so eine Sache. Den Sattelblockschneider ist jetzt klein. Für einen Kreisler mittlerweile ist er auch zu klein für den 3-Punkt, für den Zogenen davor, der passt. Aber gut, fürs Olfin ist er super mit dem Fassler, aber das darf man auch nicht mehr lang hernehmen. Also der rettet schon mir eigentlich keine Arbeiten, nicht die, was wir mit denen noch kennen. Aber wir vielleicht das gar nicht mit denen machen, mit Heckenwerk allein, und selbst das wieder grenzwertig. Also, er hat halt wirklich, nicht wirklich Arbeiten. Und wie gesagt, ich mag ihn extrem, den Traktor. Aber er steht in letzter Zeit nicht dann umeinander. Und, ja. Ich meine, ich würde ihn jetzt nicht unbedingt verkaufen, nicht, da wenn wir auch Geld brauchen. Weil dafür ist er mir einfach zu schade. Aber, ja. Es ging halt einfach ein zweiter Traktor in der Größe vom IAC ab. Der IAC hat 70 PS gut. Ein bisschen Rad ist auch, weil ich nicht genau wie viel der jetzt hat. Und, ja, der. So ein Traktor mit 70, 60, 70, 80 PS. In der Größe einfach. Gemütliche 4 Zylinder nicht mehr. Einfach in der Größe von IAC. Der Traktor ging halt ab, weil ich meine, jetzt für einen Sattelblockschneider braucht man eigentlich einen Traktor in der Größe oder ja, 60 PS, sowas ging auch noch. Jetzt viel kleiner soll der halt nicht sein. Weil man, so wie der Eicher, mein Gott, das ist auch nicht der Dreizylinder, aber der Größe von Eicher ist einfach zu klein, weil der hebt ihn einfach nicht. Und man vielleicht mit ganz viel Gewicht fuhren und so ging es, aber das ist ja auch, da gewöhnt man ja auch nicht da. Und ich meine, wir haben mit dem Traktor schon so viel mitgemacht, ich will ihn eigentlich nicht weg da, aber ich spüre das eigentlich mit dem Gedanken, den weg da. Und schauen noch einen vielleicht billigeren Traktor, dass wir vielleicht einen Gewinn auch machen. In der PS-Klasse schauen von IAC, dass wir einen zweiten sicheren Traktor hätten. Weil man jetzt für den Sattelblockschneider braucht man einen Traktor eigentlich fix am Sattelblockschneider. Und selbst wenn wir den Sattelblockschneider nicht brauchen, weil gerade kein Fahrsalon nicht offen ist, das mischt schon theoretisch gegangen. Auch mit so einem Traktor mit dem IHC. Theoretisch konnten wir alles am Hof mit dem IHC tun. Und man sagt, haben wir auf einmal gegangen nicht, müssen wir getrennt fahren. Aber es geht theoretisch alles mit dem IHC. Und ja, es ist halt einfach so, wenn man jetzt beim Gruppen, ja, dann zweit am Sattelblockschneider oder. Ja, auch beim Mann. Einer am Schroder, einer am Kreisler. Ja gut, und der Fendt auf dem Mähwerker, das war halt eben nicht das Einzige. Das ist halt eigentlich das Einzige, für was man einen Fendt wirklich braucht. Ich meine, den möchte ich auch nicht weg, weil man Traktor in der Größe braucht man schon fast, weil Mistra geht natürlich gemütlicher zum Ziehen damit und ja, Saarkombi können wir auch fahren, weil sonst wäre man so, müsste man es wahrscheinlich voneinander hängen, die Kombination. Und Mähwerkskombi konnte man sonst auch nicht mehr fahren, da müsste man sonst einzeln machen und da braucht man ewig. Also ein Fendt können wir halt nicht weg, dann ist ganz klar, ein Ladewagen fahren und so, es geht halt alles gemütlicher mit denen. Aber man zur größten Not, wenn der mal eine Zeit stand, hammert man mit dem IAC auch aus. Aber wir können sein natürlich, ein Fendt können wir nicht weg, genau. Weil wie gesagt, dann waren halt ein paar Arbeiten ganz blöd am Machen. Oder da hat nur länger dauern. Aber zweiter Traktor mit der IAC-Größe war halt ideal. Gerade jetzt für den Sattelblockschneider, weil kann ich dann jeden Tag wieder fünfmal so gefühlt den Sattelblockschneider anhängen, natürlich nicht fünfmal, aber gefühlt halt, wenn ich für was anderes brauche und das ist einfach, ja, das ist einfach nichts, weil mein Eicher kann halt momentan so gut wie nichts da. Ich meine, für was der natürlich der beste Traktor am Hof ist, ist zum Rangieren. Wenn wir da hinten Spritzer und Düngersteuer umeinander gerammt haben, da wäre auch den hergenommen. Da ist halt einfach der beste überhaupt. Viel besser auch nochmal ist wie der IAC, weil er einfach nur mehr um so viel wendiger und kürzer ist. Und mehr einschlagen tut der, also der ist wirklich ideal für sowas. Ich meine, gut für Kreissaug und für den Holzspalter können wir nachher nehmen, aber die Aufgabenbereiche werden halt immer weniger, für was wir den hernehmen können. Früher haben wir nur Spritzen da noch mit. Ja, es geht halt auch nicht gescheit.
Wenn's voll ist, jetzt Spritzen und Düngerschlag geht auch nicht, weil den hebt der zweite zu, also der ist zweite bei, da ladet man den Kotflügel zusammen damit. Also das geht auch nicht. Ja, und ich möchte eigentlich nicht weg da. Erstens, Rangieren ist trotzdem nur das, was er mehr dann tut, und es geht halt auch am besten damit. Aber es ist halt einfach, ich meine, der Traktor in dem Zustand, ich möchte ungern weg, aber ja, vielleicht kommt da mal das Billigste her, so Ingress von IAC. Vielleicht haben wir nur einen vierten Traktor her. Ich meine, leisten können wir es jetzt nicht, brauchen wir nicht drin, aber wenn wir das jetzt mit den Schulden hinkriegen, dass wir das alles gescheit umschulden und einen gescheiten Kredit mit gescheiten Raten und Laufzeit und alles machen und auch wo die Zinsen passen. Ich meine, gut, jetzt mit passenden Zinsen momentan ist ganz schwer, aber besser ist wie jetzt auf jeden Fall. Das ist alle mal drinnen und einfach auch über die Laufzeit und dass wir weniger zurückzahlen müssen. Wenn wir das alles gescheit planen, dann können wir wieder besser wirtschaften, aber dann bleibt uns auch wieder Geld am Ende des Monats und nicht, dass wir alles einstecken in den Kredit. Und momentan schaut es auch nicht so schlecht aus, aber das geht dann so, ist nicht wie das Geld, habe ich schon mal gesagt. Ja, genau. Aber es wollte euch eigentlich mal nicht gar gesagt haben. Könnt ihr euch eure Meinung in den Kommentaren reinschreiben. Und ja, ich meine, dass das Video jetzt doch relativ kurz wahrscheinlich ist. Sollte es so sein, tut es mir leid. Na gut, jetzt soll der Effort schon dauern. Na. Naja, allzu viel geschafft haben wir nicht. Ich wüsste halt aber auch nicht, was wir noch anfangen sollten. Und nochmal ganz kurz außerhalb von der Story. Samstag, Sonntag. Kann ich euch noch nicht hundertprozentig versprechen, ob ein Video kommt oder ob beide kommen. Ich habe nämlich Montag was sehr was Wichtiges zum Tor, für was ich eigentlich mehr oder weniger das ganze Wochenende noch brauche dafür. Was wirklich extrem wichtig ist. Und ja, deswegen weiß ich noch nicht, wie ich dann aufnehmen kann. Und einfach irgendwas hinklatschen, habe ich schon mal gesagt, das tue ich fix nicht. Deswegen kann ich es euch noch nicht ganz sagen, vielleicht kommen wir noch dazu, vielleicht nicht, vielleicht fällt auch ein Video aus, vielleicht fallen beide aus, ich kann es euch noch nicht ganz versprechen, wie es wird. Am Dienstag kommt auf jeden Fall wieder ein Video, weil da ist dann eh schon geschafft. Aber ja. Am Wochenende bin ich mir noch nicht ganz sicher. Eigentlich hätte ich auch gerne wieder gestreamt am Wochenende, aber ja, das Wochenende wird es definitiv nichts. Maximal, dass die zwei Videos kommen, mehr fix nicht. Ja, gestern, wenn ihr das Video seht, gestern am 24., wo ich das Video gerade aufnehme, ist ein kleiner Shortcamera auf YouTube und ein Reel auf Insta. Könnt ihr gerne mal eure Meinung schreiben, wie ihr das so gefunden habt. Das war zum Thema Strobing-Set und wie das rausgekommen ist eben. Das haben wir uns eben im Video da angeschaut, aber da habe ich ein kleines Video zusammengeschnitten gestern. Könnt ihr gerne mal schreiben, wie ihr das gefunden habt. Und ja, genau, dann würde ich sagen, auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Ich weiß nicht, da noch nicht genau wann es kommt. Aber ab Dienstag spätestens geht es auf jeden Fall wieder normal weiter. Also mehr fallen nicht aus. Genau. Dann darf ich sagen, ja, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir viel geredet haben. Aber schreibt mir gerne mal eure Meinung wegen den Traktoren in den Kommentaren. Und dann darf ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Servus, pfiat euch.